Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. War das gerade ein Gesuchtzettel von uns? Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Wir sind wirklich in Brasilien. Ja, gesucht. Selbst Stego alles so in die Wege leiten kann. Ups. Ich dachte schon, meinte das ironisch. Du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren, aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge und Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Fehlt nur noch ein Ticket. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach ein. Billett? Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Okay, dann geh mal durch diese Tür. Abstergo hat echt alles in die Wege geleitet. Das ist keine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier, du musst aufpassen. Cross ist der Typ, den wir in New York getroffen haben. Die suchen uns auf dem ganzen Planeten. Weil die verhindern wollen, dass wir den Tempel öffnen. Diese Tür. Dein Ziel ist definitiv in der VIP-Zone. Der Eingang ist am Ende dieser Halle. Okay. Bloß nicht auffallen. Es wird auch nie angezeigt, ob wir... Wenn du Angst hast, entdeckt zu werden, du kannst die Security vermutlich umgehen. Ja, da geht's runter. Es wird auch nicht angezeigt, ob wir jetzt gerade unsichtbar sind. Super, das ist der Kontrollpunkt. Ich sag's dir, es gibt sicher einen Weg an den Wachen. Ja, da. Alles gut, Rebecca. Ernst, was soll das mit den Stadien und den Pinkelrinnen? Das ist ekelhaft. Und wer hat sich das ausgedacht? Die sind zeit- und kosteneffizient. Ich sehe hier nicht mal eine Kabine. Was, wenn ich einen abseilen muss? Ja, dann schalte doch bitte das Mikro ab. Ich hab's schon gehört.
komme näher. Scheiße, noch eine Kontrolle. Du musst einen anderen Weg sehen. Security ist hier zu dicht. Da geht's raus. Aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! A gente se ama. Pronto, tá aí, tá dito. A gente se ama e já faz muito tempo. Jetzt hier durch. Nee. Eu achava que era meu melhor amigo. E você aí transando... Andere Seite? Ei! Olha, por onde anda? Ich hab so einen Hunger. Mann. Aquele cara tá maluco. Alguém chama a segurança. Mann, die sind ja hier anfällig. Und hier rein. Ach, der Boxkampf hier. Du bist jetzt ganz nah. Die Energiequelle ist in einem der Räume. Versammeln wir jetzt den Boxkampf. Schalten wir gleich hier alles ab. Hallöchen, hab gehört, die Plätze sind hier besser. Weiter. Okay, ich laufe ein bisschen Schritt schneller oder. Oh. Cross. Ja, ich muss den im Blick behalten, weil man keine Anzeige da ist. Wo sind eure Schlagstöcke? So, nun zu dir. Oh je. Sauber. Hat schon seine Vorteile, eine Hackerin als Freundin zu haben. Qual é o seu problema? Por favor, senhor.
Und weg. Papas Liebling. Wir können zurück zu Connor, wenn du bereit bist, Desmond. Oder du schließt zuerst die Energiequelle an. Entscheide du. Wo schließe ich die denn an? Papi will mich mit uns reden. Also, was gibt's Neues? Hast du bei der Erkundung etwas Interessantes erfahren? Die haben zum Ende hin echt abgefahrene Sachen probiert. Die wollten sich neue Körper schaffen und ihren Verstand in Computern speichern. Fehlschlag auf Fehlschlag. Muss hart für sie gewesen sein. Das macht mir auch Sorgen. Ich meine, die sagen, hier wäre etwas, was uns hilft, aber was? Warum ist es weggesperrt, wenn es das ist, was wir brauchen? Vielleicht ist es gefährlich. Vielleicht wollten sie sicher gehen, dass nur du es erreichen kannst. Das ist die andere Frage. Was macht mich denn so besonders? Das werden wir wissen, sobald wir die Tür öffnen. Hey, ich hoffe, es ist nicht aufdringlich, das zu fragen, aber wie war das mit Lucy? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Ich hätte nicht sagen sollen. Nein, schon gut. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mit Dad drüber gesprochen. Schwer zu sagen. Ich meine, Juno hatte definitiv die Kontrolle. Aber ich glaube, irgendwie war ich einverstanden. Ich glaube, ich ließ sie rein. Nein, stimmt nicht. Sie war es nicht. Nicht richtig. Es war mehr wie ein Programm. Klingt das komisch? Es hat mir Sachen gezeigt. Was denn genau? Dass, wenn ich Lucy nicht stoppe, Abstergo den Apfel bekäme. Und wir alle sterben. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie das tat. Ich bin sicher, sie wollte nur das Richtige tun. Tat sie aber nicht. Noch was? Ich gehe wieder an die Arbeit. Willst du nicht auch? Sorry, Desmond. Hab grad viel zu tun. Was hat schon so zu erzählen? Na, das ist ja unglaublich. Was geht's? Eure Politiker beziehen sich pausenlos auf die Gründerväter und bestehen darauf, dass sie dieses oder jenes unterstützt hätten. Hab selten so eine eklatante Geschichtsverfälschung gesehen. Das ist nur typische Politikerpropaganda. Es ist so unehrlich und anmaßend. Wie kann man behaupten zu wissen, was diese Leute wollten? Aufgrund eines Fetzens Papier und Wunschdenkens. Sie suchen die Absicht, die Vision dieser Männer für unser Land und seine Zukunft. Idealistisch und unwahrscheinlich. Ich glaube, die meisten Präsidenten und Senatoren scheren sich nicht darum, was die Gründer dachten. Sie wollen nur wissen, wie man alte Worte auslegt, um moderne Ziele zu erreichen. Wen kümmert's, ob sie Deisten waren oder Theisten oder eine Zentralbank wollten? Wozu brauchen die Leute ihre Zustimmung? Was zählen sollte, ist, was du als Individuum glaubst und warum, oder? Sind wir so unsicher, dass wir Schriften aus dem 18. Jahrhundert als Bestätigung brauchen? Sieh mal, Mom, ein Toter stimmt mir zu. Vielleicht. Wenn man die Buchstaben seines Einkaufszettels neu anordnet, sieht man, dass er ganz klar meiner Meinung war. Ehrlich, Sean, das ist eine sehr zynische Sichtweise. Macht sie aber nicht weniger wahr. Ich verstehe immer noch nicht, wie Männer wie Washington und Jefferson ihr Leben der Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit widmen und gleichzeitig Sklaven halten konnten. Das ist doch extrem scheinheilig. Und eure Geschichtsbücher erwähnen das nur am Rande. So als hätte das gar nichts zu bedeuten. Sie mussten Krieg führen, die Zukunft eines Landes sichern. Wie sollten sie sich um alles gleichzeitig kümmern? Gesprochen wie ein wahrer Anwalt. Das hören wir heute auch, dass Bürgerrechte und Freiheit warten müssen. Erst müssen Konflikte beigelegt und die Wirtschaft saniert werden. Was bedeuten all diese Sachen, wenn die Menschen nicht frei und gleich sind? Alle Menschen.
Ich wünschte, es gäbe einen Weg, unsere Erkenntnisse aus dem Animus mit anderen zu teilen. Stell dir vor, alle Fragen aus der Vergangenheit beantworten zu können, untergegangene Zivilisationen zu erleben. Nur wie willst du es belegen? Wir können nicht einfach die Existenz der Maschinen enthüllen. Warum? Desmond hat recht. Es wäre zu gefährlich. Und wir haben den Sicker-Effekt noch nicht in den Griff bekommen. Wenn wir die Welt gerettet haben, können wir uns vielleicht darum kümmern. Selbst wenn wir es schaffen, die Apokalypse abzuwenden, heißt das nicht, dass die Templer einfach aufhören zu existieren. Ich schätze, auch nachdem diese Schlacht geschlagen ist, wird der Krieg weitergehen. Das stimmt. Herrje, die Zeit, wie sie verfliegt. Ich glaube, du gehst am besten mal wieder in den Animus, hm? Na los, zack, zack, wir müssen den Schlüssel finden, aber dafür musst du schon da rein, oder? Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zists zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge. Sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen, dafür mangelte es unserer Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Jetzt zogen weiter. Das herauszufinden. Wenn 100 eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten, was würden 1000 vermögen? 10.000? Mehr? Könnten wir die Übereinkunft ändern und die Bedrohung wegdenken? Wir beschlossen, einen in den Himmel zu schicken, um uns alle zu erleuchten. In dem Moment sollte Einsatz gesagt werden. Wir sind sicher. Auf diese Weise wollten wir die Übereinkunft ändern und so die Welt retten. Jedoch kam es nicht dazu. Wir starteten ein Dutzend von ihnen, aber wir konnten sie nicht kontrollieren, den Strahl nicht lenken, die Welt nicht steuern, die Worte nicht sagen. Und obwohl dies schon sehr gefährlich war, war unser nächster Versuch schlimmer. So, dann sind wir gleich da. Ach, noch höher. Unser erster Impuls war es, zurückzureisen.
die Vergangenheit zu ändern. Doch wir fanden keinen Weg. Aber vorwärts. Wir konnten vorwärts blicken. Und so wollten wir über uns selbst hinaussehen und wissen, was kommen würde. Erst beobachteten wir, ob unser Werk Erfolg hätte. Allerdings war die Antwort immer dieselbe. So zogen wir wieder weiter. Sie jedoch verweilte. Jene, die ihr als Minerva kennt. Schon bald beobachtete auch sie nicht mehr. Und stattdessen begann sie zu sprechen. Sie sprach durch die Zeit hinweg, in der Hoffnung, euch retten zu können. Sie versteckte unauffindbare Botschaften, sicher für dich und für jene, die dich begleiten. Ich bin es leid. Diese kryptischen Warnungen, Drohungen. Sag uns, was du willst! Tun sie doch. Wir sahen auch Riesen da selbst. Wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren. Stell dir vor, all das einem Zweijährigen zu erklären, einem Jungspund. Als sie sagten, der Wille der Götter sei unergründlich, meinten sie es so. Buchstäblich. Ich habe sie ermordet. Lucy ist tot. Es war der Apfelsohn. Es war Juno. Ich sah, was sie war. Was geschähe, wenn sie weiterlebt? Ich hätte es stoppen können. Ich meine, da war ein Zwang. Aber ich musste nicht. Ich entschied mich. Desmond. Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen. Ich sah den Satellitenstart. Ich sah seine Aktivierung und dann... das Scheitern. Das haben wir aber nicht gesehen. Was auch hinter dieser Tür liegen mag, es hilft, Bruno. Wir müssen vorsichtig sein. Später stellt sich die erste Zivilisation doch als böse dar. Das wär's ja noch. Jetzt müssen wir da hoch. Denn hier? Jetzt geht's hier hoch. Jetzt setzen wir die zweite Energiezelle ein, die wir jetzt gerade bekommen haben. In Brasilien. Keine Geschichte dieses Mal. Ich sag's dir, hier unten ist was. Sei nicht albern. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie geschlafen oder so und wir haben sie geweckt. Eine Art Kryotechnik. Oder Winterschlaf. Ich meine, woher sollen wir wissen, was die hier unten gemacht haben? Sie arbeiteten an mehreren Lösungen, aber keine klappte. Sie gingen von einer zur nächsten und dann, ich weiß nicht, irgendwann verschwanden sie. Nach dem Ende. Ich frage mich, wie die Welt aussehe, hätten sie Erfolg gehabt. Ich sorge mich mehr darum, was ist, wenn wir keinen haben. Erlösung. Sie fanden einen Weg. Zu spät für sie, doch nicht für euch. Ein Siegel,
beschütze es. Doch euch steht es im Weg. Findet den Schlüssel. Die Vergangenheit verrät es. Tja. Das mit den Schlüssel dauert aber noch. Und jetzt ist auch langsam mal Schicht im Schacht mit dem Aufnehmen. Beim nächsten Mal machen wir mit Sequenz 9 weiter. Wir müssen New York noch komplett erforschen. Da haben wir ja bisher nur das Gefängnis gesehen. Und ja, bis dann.